Komm doch raus! Was? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Das hat absolut... Wir spielen heute Mario Odyssey weiter. Ja, gestern haben wir angefangen mit Der Boden ist Lava. Und wir haben es geschafft, bis New Donk City zu kommen. Aber jetzt wird es ein kleines Problem geben, liebe Freunde. Und zwar New Donk City lagged as fuck. Also wir haben uns das gestern so ein bisschen angeguckt. Und das ist echt laggy, Bruder. So, Leute. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Und es ist New Lag City, Leute. Wie findet ihr New Lag City? Wir können es auf die Art und Weise versuchen, indem wir auf den Boden gucken. Weil ich glaube, wenn ich auf den Boden gucke, dann ruckelt das nicht so krass. Ja, wobei es mal keinen allzu großen Unterschied, leider. Ich hoffe wirklich, dass es nur nachts ist. Weil es gibt ja New Donk City nachts und es gibt das tagsüber. Und irgendjemand im Chat hat geschrieben, es könnte damit zusammenhängen, dass es regnet. Und der Regen berührt ja die Lava und dadurch verdampft, in Anführungsstrichen, der Regen. Und das ist irgendwie eine extra Animation und deswegen ruckelt das so. So, jetzt muss ich aber irgendwie... Yo, geile Dia-Show. So macht das Spaß, Freunde. Ich glaube, sobald wir im Gebäude sind, wird es nicht mehr ruckeln. Yo, plötzlich Sonic, gebt euch mal, wie schnell dieses Game ist. Oh mein Gott. Okay. Ihr fragt euch bestimmt, was ich da mache. Und wisst ihr was? Ich habe absolut keine Ahnung. Fuck. Also es gibt normalerweise so eine Abkürzung. Da begibst du dich auf die Plattform hier oben rauf. Und dann machst du so einen ganz, ganz langen Jump. Quasi zurück, wo man nicht hinsehen kann. Die Frage ist, ob ich das theoretisch von woanders machen kann. Also von da unten quasi. Oder von der Kiste aus. Aber ich glaube, to be honest, nicht. Oh doch, ich kann hier stehen. Dann ist das vielleicht möglich. Oder auch nicht. Ah, ich bin ein bisschen falsch gesprungen. Also ich glaube, es ist möglich. Das Problem ist, ich habe die Mütze einfach falsch geworfen. Das muss mehr zur Mitte. Oh mein Gott, es hat einfach geklappt. Okay, let's go. Yo, das wird ein sehr interessanter Fight. Boah, das laggt aber auch ein bisschen hier. So, komm. Zack, 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 zack. Hier, stirbt doch einfach. Warte mal, bekomme ich das Herz, wenn ich es abschieße? Yo, Hackerman. Warte mal, ich glaube, es ruckelt nicht mehr. Yo, wir können wieder normal spielen. Oh mein Gott, ich freue mich. Es gibt noch diesen einen auf der Bank, der sad ist, weil er keine Freunde hat. Damit kenne ich mich aus. Ja, also mit Style wollen wir zu ihm fliegen. Es geht. Komm, Mario, setz dich hin. Rede mal mit dem Bruder. Yo, Mario, ich habe keine Freunde. Meine Familie hat mich verlassen. Meine Kinder sind gestorben. Meine Großeltern hassen mich. Und gestern wurde ich gekündigt. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Ja, du sollst mir schon einen Stern geben. Mond. Oh Gott, ich sollte meine Fresse halten, Alter. Ich werde so nie 2.0 hier. Den da hinten könnte ich mir theoretisch noch holen. Let's go. So, wisst ihr, was das Witzige ist, Leute? Was einfach nur ein Kracher ist? Da steht's. Pauline Ehrenpark. Das ist der Ehrenpark. Ich darf hier nie wieder weggehen, Leute. Das ist unser Park. Wo ist das Motorrad? Beziehungsweise der Motorroller. Der Motorola Razr. Digga, Mario ist so ein Wahnsinniger. Und was soll das hier Kindern vermitteln? Ja, was, wenn die das irgendwann machen, wenn sie alt genug sind? Schön parken. Ich bin so ein guter Parker. Peter Parker. Polarland oder Küstenland, Leute? Ihr entscheidet. Schreibt es jetzt in den Chat rein. Hamburg, please. Hamburg. Okay, alle sagen Hamburg. Dann auf nach Polarland. / Hamburg. Leute, ihr könnt aufhören, Hamburg zu schreiben. Wir sind schon da. Wisst ihr, was das größte Problem ist? Ich kann super wenig sehen. Also am Anfang kannst du einfach wenig sehen. Ja, okay, das ist gut. Ist hier auch überall Lava? Was frage ich so blöd? Natürlich ist hier überall Lava. Ist hier auch überall Lava? So, das Problem ist, da oben ist tatsächlich ein Mond. Und ich weiß nicht, ob ich den kriege. Ja, vielleicht schaffe ich es von hier irgendwie da rauf. Wieso komme ich da nicht hoch? Geh doch einfach, was ist denn mit dir, Mario? Mach diesen, oh nein, das habe ich, ich raste aus. Mach doch einfach den Long Jump, wenn ich den fucking Long Jump drücke, Alter. Oh mein Gott, was ist denn mit diesem dummen Klempner, Mann? Mach einfach den und dann springst du hier rüber und dann springst du aufs Schild. Und jetzt sind wir auf dem Schild. Würdest du bitte auf dem Schild landen, du Penner, Alter. Du Penner. Junge, was ist denn das? Ich habe doch, man muss doch einfach nur das machen. Dann Wall Jump und dann hier rauf. Und auf einmal knall ich gegen, aber das ist... Was ist denn das? Ich hab doch... Ey, wirklich, das ist die schlimmste Stelle bisher. Als ob das so schwer ist. Ich probiere es jetzt hier, an diesem blöden... Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Endlich! Nie wieder muss ich diesen Müll machen.
So, jetzt muss ich diese Special-Räume machen, ne? Heilige Scheiße, wie komme ich denn da überhaupt hin? Hä? Wie soll ich denn da hin? Ich hab mich doch gedreht! Er hat es einfach nicht gemacht, Alter. Ich raste aus. Ja? We fucking did it. Das Problem ist nur... Das war lustig. Wisst ihr was, Leute? Einfach mal nicht verzweifelt sein und einfach nur konzentrieren. Na ja, gut konzentriert, Vic. So, jetzt können wir uns in den Bruder verwandeln. Und dann springen wir dort vorne ab, um den Mond einzusammeln. Sehr schön. Okay, Freunde, wir kommen weiter. Es geht so ganz, ganz langsam voran. Das Problem ist nur, wir müssen noch in die anderen Räume und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Alle guten Dinge sind 3000. Wieso braucht er jetzt 1000 Jahre, um da rauszukommen? Ich war gerade 2 Sekunden über ihm und er kommt erst raus, wenn ich sterbe. Was ist das? Ich fühle mich so getrollt von diesem Game, ne? Es ist unglaublich. Kommst du raus? Hast du Bock? Dankeschön. Hast du Bock? Na? Willst du rauskommen? Ach, du willst nicht rauskommen. Du willst erst rauskommen, wenn ich die Lava berühre. Das ist natürlich fair. Komm doch raus! Was? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Das hat absolut... Ey, das Spiel verarscht mich doch. Ich meine, es gibt Stellen, wo der sofort rauskommt. Und es gibt Momente, da kommt er einfach 3 Sekunden nicht raus, obwohl ich genau über ihm bin. Okay, Freunde, uns fehlt noch ein Mond. Und danach können wir dieses Drecksloch endlich verlassen, Leute. Ich freue mich so sehr, wenn ich das hier verlassen kann. Ne? Komm, ich mache jetzt hier einfach den Dive. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Die Frage ist, wie komme ich hier voran? Ist da irgendwo ein Boden? Weil ich glaube nicht. Okay, lande, lande, lande. Sehr schön. Aber was soll ich denn von hier aus machen? Also real talk. Ich kann... Geht das überhaupt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil irgendwas sagt mir nee. Man kann diesen Bereich nicht schaffen. Ich habe aber vielleicht eine Idee. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wer will. Okay, hat nicht funktioniert. Weiter geht's. Also dieses Level ist einfach nur lächerlich. 12 Uhr Mitternachts. Ja, zumindest den Anfang bekommen wir immer besser hin. Das ist schon mal schön. Bleib, bleib, bleib. Gott, ich kann nicht mehr. Das war anders schwer. Leute, ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass wir Polarland bzw. Hamburg endlich verlassen dürfen. Wir haben diese Welt endlich durchgespielt. Und es war so unglaublich hart. Die Sache ist, ich schaue mir noch kurz Küstenland an. Einfach nur, um zu sehen, wie das aussieht. Yo, hier ist ja wirklich alles voller Lava. Oh mein Gott. Und das Schlimmste ist, nicht nur der Boden ist Lava, sondern auch das Wasser ist Lava. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie man das auch nur ansatzweise schaffen soll. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Raindrop. Drop top. Drop top.